So, bevor wir uns wieder anschwulen, machen wir einfach weiter. Hallo, ich bin der kleine Saburo. Wir machen einfach weiter. ich bin so perplex, ich weiß nicht mal, wie ich hier wieder rauskomme. So, okay. Und ich weiß nicht mehr, wie der überhaupt ging. Ich glaube, der hatte nur so einen ganz kleinen Kopf oder irgendwie sowas. Da mussten wir drauf zielen. Was ich sag, ich sehe zwei Köpfe, aber die sind gerade von ihm weggegangen. Okay. Wie so eine Schildkröte. Da ist er, da ist das Köpfchen. Oh, wie süß. Das verliert keine Energie, das Köpfchen. Also irgendwie schon. Irgendwie machst du ihn schon. Gerade eben ein bisschen, ja, aber viel weniger, als ich eigentlich wollte. Du hast ihm 80 Schaden gemacht. Schätze diesen Schaden. Okay. Du musst ihn schätzen. Ich schätze ihn auf... Nein, Moment. So meintest du schätzen nicht. So kannst du ihn gerne auf schätzen, dann weiß ich, wie viel ich dich verkaufen kann. Ich verstehe. Ich habe seine Ärmchen kaputt gemacht, jetzt kann er hoffentlich nicht mehr... Da sind sie wieder, seine Ärmchen. Verdammt. Sind sie so Alme? Ich weiß es nicht, ich hoff's. Hast du dich auch für Köpfe gehalten? Nee, ich glaube, das sind Arme. Ich glaube, das sind Toiletten. So. Aber jetzt muss er irgendwann mal wieder sein Köpfchen zeigen. Na bitte, er hat's gezeigt. Oh, ey, Alter! Die kommen von links und rechts und man hat ungefähr einen Millimeter, um auszuweichen. Also, mir wird es völlig reichen. Ja. Mir wird sogar 0,00001 1000 Millimeter genügen. Das würde wahrscheinlich jedem Toho-Spieler würde das hier genügen, aber ich hab's halt nie gemacht. Was soll ich machen? Was? Nie gemacht? Also, nie Toho, also zumindest nie richtig. Ich habe mich einmal dran probiert bei so einem kranken Level. Genau gesagt habe ich, glaube ich, noch nicht mal das erste geschafft. Ich weiß es gar nicht mehr. Und das war so böse. Die Schüsse, die kamen ja wirklich von überall. Also, wirklich so wie hier müsst ihr euch das vorstellen. Das ist unfassbar. Hast du auf den höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt? Ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe sogar so ziemlich auf dem einfachsten gespielt. Okay. Also ich habe das Gefühl, ich gebe schon. Es kann, ich weiß, es kann sein. Ich hatte das nicht lange. Ja, das heißt bei Tobisack hier, der am Anfang noch schlecht. Das war, da hatte nämlich, Emero hatte nämlich mal so eine Tohu-Challenge irgendwie am Laufen. Und da habe ich mir das Spiel einfach auch mal runtergeladen. Hm, okay. Ja, einfach mal so aus Spaß, einfach mal um zu testen und... Auf jeden Fall lief das nicht besonders gut für mich. Und dieses Spiel hat so teilweise ein ähnliches Prinzip. Die Spiele habe ich... Die Spiele sieht wirklich zum Teil aus, wie wenn es direkt aufs Tool stammen könnte. Ja. Mein an Hibaru zum Beispiel sieht man es so ein bisschen. Hibaru könnte auch wunderbar ein Toho-Charakter sein. Du weißt nicht, wer du bist. Nö, ja. Das kannst du gar einen Toho-Charakter mit Schwert. Ah, okay. Guck mal, du versuchst dich wirklich aus wie aus Toho in 3D. Das ist eigentlich wirklich... So kann man sich Toho vorstellen, wenn sie 3D wäre. Nur ohne Barrel Rolls und ohne... ohne Hitpoints. Beim Anfang, wenn man getroffen wird. Ja, das stimmt. Wir haben Orion Zang übrigens so ganz nebenbei im Vorbeigehen besiegt gerade. Cool. Ist mir gar nichts aufgefallen. Ja, mir auch nicht. Oh, guck mal, da ist Hibaru. Hibaru ist ganz schön hässlich geworden und hat sich in zwei geteilt. Hibaru ist ein schwarz Vorhäume. Ja, Moment mal. Moment. Wie ging das nochmal? Ich glaube, die müsste ich auch wieder mit Schwertern bekämpfen. Ich habe hier kein Schwert mehr. Ich kann ja nur noch draufkloppen jetzt mit meiner Faust. Nee. Nee, das war nicht. Das war diesmal nicht mit draufkloppen. So. Dann konnte ich mir jetzt auf. Konnte ich mir den. Oh Gott. Wenn man das Prinzip nicht mehr weiß, können diese Kämpfe ziemlich heftig sein. Ich habe irgendwie, hab irgendwie den besonderen Boss-Rush vergessen, habe ich das Gefühl. Also den Endboss. Hat der gehört ja nicht mehr zum Boss-Rush direkt? Der gehört zum Endboss-Rush. Echt? Ja. Ich glaube nicht, dass der Endboss zum Endboss-Rush gehört. Das wäre viel zu endbossig. Ja, hast auch wieder recht. Aber an sich scheint es eigentlich ziemlich gut zu laufen. Wenn es so weitergeht, ja. Dadurch, dass man die in die Zielerfassung nehmen kann, geht's.
Aber wer weiß, ob sich das nicht noch ändert. Vielleicht kommt jetzt noch eine zweite Folge auf einmal, wo sie einfach Depp durchdreht. Das kann schon sein. My blood is on fire! Nee, das war die völlig tolle. Ja, das stimmt. Die Mario ist cool. Die macht nicht solche Sachen. Die macht dafür ganz andere Sachen. Die macht böse Sachen gerade. Ja, bisschen. Aber wenn man sich einfach schön im Kreis rollt, geht's sogar. Oh! Was ist das jetzt hier? Okay, so viel dazu. Ah, das kann ich jetzt auch. Das sind die Kugeln der Verdammnis. Die Kugeln des Bösen? Nein. Das sind die Kugeln des Bösen. Ibaru, mach keinen Scheiß. Ich glaube, sie kann gar nicht mehr viel Scheiß machen jetzt. Weiß man nie. Man weiß nie, was noch in einem Menschen drinsteckt. Vor allem ein Mensch, der sich hier in zwei geteilt hat. Richtig. Doch nicht mal mehr ein Mensch war, so ein Nägel in Final Fantasy Ding. Ein Final Fantasy Ding? Okay. Final Fantasy gibt's auch so komische Dinge. So Leute! It's time to end this! Oh nein, er bringt dich persönlich zur Strecke. Sven, wenn wir sehen, ob er mich auf die Strecke bringt. Zur Strecke. That monster refuge, your true power emerges. Ich bin so heiß. I've been anxious to see what you're truly capable of. But you're not the only one who can transform. Now, accept your punishment. Er hat das Wort Punishment in den Mund genommen. Damit haben wir nun endlich den Spieltitel. Aber er hat nicht Sünde gesagt. Er hat bestraft. Stimmt, er hat Sünde, hat er noch nicht gesagt. Ist recht. Oh mein Gott. Das Spiel heißt einfach nur noch Punishment. Oh nein. Ja, es ist auch echt so, das trifft's momentan, das ist einfach nur eine Bestrafung, dieser Kampf hier. Eine Bestrafung für alles, was du getan hast. Genau. Wobei das übrigens noch die einfache Form ist, oder was heißt einfach? Es ist halt, man kann es schaffen, wenn man einfach nur ein bisschen aufpasst. Bis jetzt scheint es irgendwie sogar zu gehen. Ja. Aber angesichts dessen, dass ich ihm noch nicht mal 1000 Energiepunkte bisher abgenommen habe, bin ich noch vorsichtig mit dieser Aussage. Ich habe das Gefühl, dass du es schaffen könntest an sich. Wenn es nicht noch irgendwas total Schweres kommt. Oder irgendein komischer Ring, der dich umbringen will. Ja, The Ring. Oh mein Gott, da sind wir wieder bei diesem japanischen Horrorfilm. Ah! Nein, bei den japanischen. Ja, The Ring, das Original war japanisch. Cool. Ich dachte, der wäre auch so amerikanische Typen gemacht. Ja. Aber der Originalfilm stammt wirklich aus Japan. War, glaube ich, nochmal eine ganze Spur kranker. Ich weiß es gar nicht. Ich gehe jetzt einfach mal von aus, weil japanische Horrorfilme wirklich krank sind. Also kennt ihr japanische Horrorspiele? Und davon auch nur Resident Evil und Dings. Project Zero. Project Zero. Kannst du dir jetzt nicht sagen, ich habe nur mal welche gesehen, die waren auch auf Japanisch ohne Untertitel, ohne gar nichts, deswegen könnte ich dir auch den Titel jetzt nicht nennen. Die waren schon ein bisschen komisch. Man findet solche Sachen im Internet einfach. Du kannst dir vorstellen, Japaner haben ja einen Hang zu komischen. Ja, waren zum Kranken. Einen Hang zum Ding. Oh, Alter, ey. Da kann ich doch überhaupt nicht ausweichen. Ha! Nein! Ich glaube, du brauchst die Maus von Halo. Ja. Du musst mit Halo sein in den Ring bekämpfen. Ich habe mein Fadenkreuz verloren, so Mist. Ist auf den Boden gefallen. Scheiße, ich habe verloren. Nicht unbedingt. Mit dem bisschen Energie, was ich da noch habe, schaffe ich die restlichen Energie. Ja, guck mal, jetzt verliere ich jedes Mal 15. Boah. Boah. 20. Er muss mich nur noch. Ja, noch einmal treffen. Wie soll ich denn da auch auswahl. Geht gar nicht. Wie du einfach. Wie du einfach plötzlich Gravitation aktiviert bekommst, wenn du stirbst. Ja, ist komisch irgendwie. Da fällst du auf einmal runter. Im Weltraum. Einfach runterfallen. Ja, das ist irgendwie. Muss man nicht verstehen. So macht man das heutzutage.
Richtig. So. Wenn man tot ist, haben wir nie bei der Gravitation. Ich habe einen Fehler gemacht in diesem Kampf. Ich habe nur ein einziges Mal einen aufgeladenen Schuss überhaupt mal... Okay, kann ich das nochmal beginnen, bitte? Ich glaube nicht. Komm, töte mich. So, ich lasse mich jetzt mal töten. Da habe ich nämlich wieder drei Bomben. Also... das ist jetzt... Als ob dein Typ einfach tanzen würde. Ja. Das sieht doch schön aus. Das sieht wunderschön aus. Und so graziös. Oh ja. Das ist richtig heiß. Jetzt stirb doch einfach, du Lusche. Am Ende gewinne ich diesen Kampf noch, wenn ich gar nichts mache. Das ist wie bei Luigi bei Mario Party. Ich weiß nicht, ob ihr diese Videos kennt. Luigi wins by doing nothing. So eine ganze Videoreihe. Das ist echt witzig. Ich habe davon noch nie was gehört. Also musst dir vorstellen, Luigi, der Spieler steuert Luigi, beziehungsweise er steuert ihn nicht. Er lässt ihn halt einfach nichts machen. Und die Computergegner stellen sich aber so dämlich an, dass sie sich immer gegenseitig selbst eliminieren, sodass Luigi jede Runde gewinnt. Obwohl er überhaupt nichts macht. Das ist echt witzig. Das ist bei Mario Party, wenn man die Computergegner auf leicht stellt, ist das echt möglich zu gewinnen, obwohl man gar nichts macht. Luigi ist der Beste. Luigi ist halt einfach echt der Beste. Das ist einfach so. Das ist einfach so ein Zubespiele. Game Luigi, Game Luigi, Game Luigi. Kontrolliert die anderen per Telepathie. Hilfe! Entschuldigung. Ich wurde recht panisch. Ja! Wieso funktioniert die Zielerfassung jetzt nicht mehr? Adrian. Mach ich doch! Schau mal, ob das geht, wenn du auf... Jetzt! Jetzt nimmt er sie wieder in die automatische Zielerfassung. Sie? Ihn? Sie! Ich glaube, als es ein Monster wurde, hat er auch gleichzeitig eine Geschlechtswandlung durchgemacht. Das kann schon sein. Diese Geschlechtswandlung ist jetzt der Grund, weswegen er Katschen bei sich will. Und ich will er auch. Dann, es kann er wieder zu seinem richtigen Geschlecht zurückgehen. Oh, Alter! Was ist denn hier los? Der Boss. Achso? Und Halo ist auch da. Okay, jetzt ist Halo weg. Böses Halo. Halo will dir nicht helfen. Halo hilft ihm. Halo Kitty. Halo Kitty. Au! Glaub an Halo Kitty, Rüge. Oh, 100 Schaden, nimm dir Penner! Entschuldigung. Wie ging denn der nochmal? Also ich hab keine Ahnung mehr von dem. Ich auch nicht. Ich hab diesen Kampf nur ein einziges Mal gemacht, ich hab ihn gehasst. Aber die erste Stufe, die ging sogar noch. Normalerweise. Ich weiß nicht wieso. Wieso ich mich jetzt hier so anstelle. Ich hab keine Ahnung. Ich komm nicht an die... Hey, warte, diese Dinge, die ihr da schießt, kannst du die vielleicht zurückwerfen? Auf ihn. Ah! Oh! Ja, ja, oh! Au! Nein, kann ich nicht. Ich hab's probiert. Also ich meine die komischen Dinge da, die ihr vorhin hatte. Ach so, ich hab jetzt gedacht, du meinst diese lila Kugelchen. Nein, diese Stacheln. Was waren? Also nicht diese Stacheln, oder vielleicht auch diese, ich weiß nicht, ob es die gleichen sind. Welche Stacheln? Die... Ah, oh, verdammt. Genau ja, reingegangen. Ich hatte vorhin auch so Stacheln auf dich geworfen, die irgendwie zielverfolgend waren. Die sahen aus, als du hättest zurückwerfen können. Okay. Ich glaube, die kommen jetzt gerade. Ja, die. Ja gut, den kannst du aber so leicht ausweichen, die stellen kein Problem da. Ja, wenn du sie zurückwerfen willst, kannst du damit noch zusätzlichen Schaden anrichten. Okay. Wowie. Moment. So. Ich würde mal sagen, wir beenden den Part an der Stelle einfach mal. Ja, das tun wir. Und dann werden wir mit neuen Kräften zurückkommen. Oh ja, sowas von neue Kräfte. Rüdiger. Der kriegt in den Arsch getreten. Rüdiger wird wiedergeboren werden.